Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Dishonored, der Tod des Outsider. Outsiders. Beim letzten Mal haben wir uns ja wieder in den oberen Syria-Bezirk gemacht. Alter, hier, warum ist hier gerade so viel los? Wo wir ja die Bank ausrauben wollen, denn wir wollen... Ja, klappe jetzt. Danke. Denn wir wollen ja das Messer, das den Outsider erschaffen hat, besorgen, um ihn schlussendlich töten zu können. Und wir haben uns beim letzten Mal Mondtinktur besorgt, mit welcher wir die Leute in der Bank einschläfern können. Und das ist tatsächlich auch was ich natürlich ganz gerne machen würde, weil diese Mondtinktur, beziehungsweise wir haben ja einen der Aufträge, wo wir die Bank ausrauben sollen, ohne dass wir irgendjemanden verletzen. Und das heißt, wir sollten die Leute auch schlafen legen. Und es wird für uns natürlich auch einfacher. Ah, und da ist die Nachricht der Wache, die wir klauen sollen. Ah, die ist in so einem Teil drin. Okay. Die würde ich mir aber ganz ehrlich erst auf dem Rückweg besorgen. Ich glaube, das ist sinnvoller. Soweit ich das verstanden habe, darf da nämlich auch keiner was mitkriegen. Das heißt, ich darf den wahrscheinlich auch nicht. Michaels Einlagen und Kredite. Ich möchte etwas abheben. Ah ja, das heißt, ich darf den ja wahrscheinlich auch nicht umhauen. Und hier ist gerade echt viel los. Ich meine, das Einfachste wäre, ich schnapp mir das Gesicht von jemandem. Und schnapp mir dann die Sachen. Ich würde sagen, das Problem klären wir, wenn wir auf dem Rückweg sind. So, darüber kamen wir ja nicht, falls ihr euch erinnert. Deswegen machen wir gleich wieder den stinknormalen Weg. Und werden hier mal uns hinüber teleportieren. Was ist denn hier los? So. Hallo, Mann. Das ist immer so super laut. Da denkt man gleich, hört einen die ganze Stadt hier. So, da haben wir die Klippe, wo wir den Schlüssel finden können, was wir beim letzten Mal in dem einen Haus mitgekriegt haben. Da geht's zum Arbeitsbereich. Das ist, glaube ich, das Ding, wo wir durch die Kanalisation reinkommen können, wenn ich mich recht entsinne. Entschuldigung, da war ein ganz kurzer Nieser. Und da haben wir eine Hebebühne, mit der wir wahrscheinlich aufs Dach kommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde wahrscheinlich sowieso den Weg übers Dach nehmen, weil wir ja nach da oben müssen, um die Mondtinktur in den Luftschacht zu hauen. Deswegen denke ich, werden wir sowieso zur Hebebühne gehen. Ist da keine einzige Wache? Ja, dann können wir zumindest bei der Klippe mal vorbeischauen. Ich meine, da ist eine Wache, aber die scheint sich nicht für uns zu interessieren. Ich check das nur noch mal ganz sicherheitshalber. Nö, hier sind nur ein paar Ratten. Na dann. Ich meine, wir können die Klippe ja mal ganz kurz abchecken und dann sehen wir weiter. Habt ihr was zu erzählen eigentlich? Alles klar, diese Ratten sind immer etwas verstörend, muss ich sagen. So, ich glaube, das war Ivan Jacoby ermordet, genau. So, hier bei der Klippe wollten sie sich... Ah, okay, jetzt verstehe ich, was die Ratten meinten. Der Typ ist wohl hier runtergestürzt. Ja, na, das ist ja nicht so geil. Ah, guck mal, der Schlüssel zur Müllentsorgung. Was ist das denn da? Silberne Taschenuhr. Der Schlüssel zur Müllentsorgung. Das heißt, wir könnten jetzt theoretisch auch durch die Müllentsorgung rein. Wie gesagt, an sich durchaus möglich, aber da ich sowieso die ganzen... Hallo? Da ich sowieso alle Leute mit der Mondtinktur lahmlegen will, werden wir einfach aufs Dach fahren. Wobei mir der Walöltank hier echt nach echt wenig aussieht. Ich hoffe mal, der Typ kommt jetzt nicht gerade. Ich hoffe, der Walöltank reicht. Das sah nämlich nicht mehr nach viel aus. Ich hab's gewusst. Und jetzt kommt der Typ natürlich an. Hab ich mir fast gedacht. Wirkt fast ein bisschen... Naja. Okay, den markiere ich mir mal. Und dann schalten wir den aus. Beziehungsweise ich könnte den auch umgehen. Wobei, wenn ich gleich mit einem Walöltank hier zurück muss, dann wäre es vielleicht gut, wenn ich die Leute ausschalte, die mir hier ein Problem machen könnten. Noch einer in der Nähe ansonsten? Da ist noch ein Wolfshund. Okay, und da hinten sind die Tanks. Ach, ich kann den hier nicht umhauen. Sowas Blödes.
Tja, der Wolfshund wird dann gleich sterben müssen, leider. Tut mir immer ein bisschen leid um die Viecher. Wobei, ich könnte ihn auch schocken. Ich meine, ich benutze die Schockdinger sowieso so selten. Könnte ich ihn eigentlich... Kannst du dich mal wieder zurückbewegen, damit ich dich umhauen kann? Finde ich immer ein bisschen doof, aber okay. Und zack. Sehr schön. Und dann den Wolfshund. Ich glaube, ich schock den Wolfshund heute mal. Ich hoffe, das funktioniert überhaupt. So, legen wir dich mal hier ab. Und dann würde ich sagen, kommen wir aber von oben, nur so zur Sicherheit. Bei diesen Hunden weiß ich nie. Die haben manchmal einen noch höheren Aufmerksamkeitsradius als die Wachen. Die haben auf jeden Fall, wie man da sieht, diesen Geruchsradius, glaube ich, soll das sein, wo sie einen riechen können. Da muss man sowieso immer ein bisschen aufpassen. Plopp. Du schläfst jetzt erstmal, mein Guter. Die anderen haben alle nichts mitgekriegt. Sehr schön. Dann würde ich sagen, wieder nach unten. Mist, das war nicht so clever. Ich meinte natürlich wieder nach unten. So, und den Kadaver hier nehme ich gleich auch mal mit. So, ich gucke nur noch mal ganz kurz sicherheitshalber. Hier bei den Dingern ist ansonsten keiner. Ah, da geht's zur Müllentsorgung. Okay, da kann ich da nämlich den Kadaver mal ganz kurz... Also, den bewusstlosen Hund mal ganz kurz ablegen. Und dann schnappen wir uns hier einen neuen Walöltank. Das Problem mit den Walöltanks ist ja, dass ich da keinerlei Sachen benutzen kann währenddessen. Deswegen muss ich halt... Deswegen muss ich da halt aufpassen, dass vorher alles erledigt ist. Weil ich kann weder meine rechte Hand noch meine linke Hand momentan benutzen. Was das Ganze schon ein bisschen anstrengend macht. Und ich habe ja leider auch nicht wie Emily die Fähigkeit, mir den Walöltank ranzuziehen. Das heißt, ich muss hier wirklich einmal schön rum. Sehr gut. Und dann rein mit dem Ding. Und dann sollten wir mit der Hebebühne auch nach oben kommen. Und wie gesagt, wenn wir eh da oben sind, können wir auch gleich durchs Dach dann rein. Willst du mich verarschen? Wehe, das reicht jetzt nicht, um nochmal runter und wieder hochzufahren. Dann bin ich sauer, Freunde. Willst du mich eigentlich verarschen? Wenn das jetzt nicht reicht, ey. Ich hätte vorher da vielleicht irgendwas drauf platzieren sollen. Also so ein... Ich weiß nicht, wenn ich den Teleporter auf der Hebebühne platziere und die Hebebühne sich bewegt... Ne, der fällt dann runter, okay. Der ist dann quasi unten. Sehr gut, damit wären wir oben. Da ist der Luftschacht, da geht's dann auch zur Bank. Da ist eine Wache. Natürlich komme ich da erstmal nicht rüber. Überquere die Lücke. Ja, das war ja schwer. Mit einer Teleportfähigkeit. So eine Veteranin. Da ist ein Knochenartefakt. Das nehmen wir gleich auch mal mit. Ach, hier haben wir ein Bonfire. So, so. Da haben wir nochmal ein paar Ratten. Sonst noch Gegner hier? Oh, da sind... Noch eine Wache und noch ein Elite-Gardist und weiter weiß ich nicht, weil mir die Energie ausgeht gerade. Okay, die einzelne, da können wir relativ schnell erledigen, denke ich. Vor allem, wenn wir ihre Gangart kennen. Also wann sie wo lang geht. Das heißt, ich warte einfach, bis sie sich irgendwohin wieder bewegt. Sehr schön. Zack. Die einzelne zu erledigen, ist ja nun wirklich nicht das Problem. Habt ihr noch was zu erzählen, ihr Ratten? Tap auf den Boden. Tap, tap an der Wand. Trockene Knochen hauen in den Wänden. Brennende Knochen sind versteckt. Erfindet sie nie. Okay. Ja, hier haben wir halt ein Leuchtfeuer. Weiß nicht, finde das irgendwie ein bisschen unpassend. Ich meine, klar, ich verstehe natürlich die Anspielung. Ich finde es trotzdem irgendwie ein bisschen unpassend. Aber hey, also ich finde solche so offensichtlichen Easter Eggs dann immer so ein bisschen unpassend. Ich meine, wenn ich jetzt irgendwie in die letzte Ecke der Map hätte laufen müssen dafür, um das Teil zu finden, dann würde ich sagen, ist ja okay, das stört dann nicht. Aber das hier ist ja mitten auf einem der Hauptwege. Keine Ahnung, finde ich irgendwie nicht so geil. Bodengleiter. Ach, warte mal, stimmt, ich kann ja jetzt... Stimmt, ich kann jetzt einfach mehr ausrüsten. Ohne eine Markierung, maximale Gesundheit. Das ist ja alles irgendwie nicht so geil. Zielgenauigkeit.
können wir mal noch nehmen. Gleitgeschwindigkeit leicht erhöht. Nehmen wir mal das noch. Kann nicht schaden. So, jetzt gucken wir mal gleich, wie sich das mit den beiden da noch ergibt. Ob das wirklich nur zwei sind. Ich meine, der eine ist gerade recht... Ach, ehrlich. Der eine ist gerade recht weit von dem anderen entfernt. Das wäre also an sich ganz nice. Sehr nice. Hoffen wir mal, dass der andere das nicht mitkriegt und dass da nicht vielleicht noch ein dritter steht. Sieht aber nicht so aus. Klar, wie es dann immer gleich wackelt, ey. Okay, den können wir uns ja aber jetzt relativ simpel holen. Wie gesagt, vor allem, wenn wir wissen, wo er als nächstes hinlaufen wird. Na komm, beweg dich. Beweg deinen Arsch, Junge. Komm schon. Komm schon. Ich weiß ja nicht, ich habe immer Angst, in dem Moment, wo ich mich hinter ihn teleportiere, dreht er sich um und geht irgendwo hin. Das ist immer die Angst, die ich habe. Ich meine, es kann sein, dass es gar nicht passiert, dass er sich jetzt nie bewegt. Ah. Und tschüss. Die ganzen Scheinwerfer hier oben sind ja schon ein bisschen gefährlich. So, Voltaikschuss, ganz nett. So, dann hauen wir mal die Mondtinktur rein. Und hoffen mal, dass das Ganze funktioniert hat. Hoffen wir mal, dass das Bankpersonal jetzt wirklich... Ja, im Endeffekt wirklich betäubt ist. Ich meine, dann brauche ich eigentlich theoretisch keine Stromschüsse mehr. In der Bank will ich ja eigentlich sowieso keinen weiteren mehr irgendwie verletzen, ne? Aber gucken wir mal, dass das alles klappt. Ab hinein. Bin drin. Kinderspiel. Jetzt wird's anspruchsvoll. So, dann schauen wir erstmal, ob das mit der Mondtinktur funktioniert hat. Jo. Die liegen erstmal rum. Und hier muss man jetzt ganz klar sagen, ist ein bisschen, naja, ein bisschen unschön gemacht, weil es kann ja manchmal passieren, dass die Leute einfach ohne wirklichen Grund aufwachen. Die wachen noch auf, wenn ich zu viel Lärm mache. Dass die manchmal ohne irgendwie einen richtigen Grund aufwachen, finde ich irgendwie ein bisschen doof. Da ist ein Knopf. Mit einem Voltaikschuss. Ich könnte den Knopf halt jetzt drücken. Wir gucken erstmal durch die Tür. Also ich meine, theoretisch sollte alles ausgeschaltet sein jetzt hier. Da könnten wir das ja jetzt eigentlich hinkriegen. Wie gesagt, es kann auch manchmal passieren, dass das nicht ganz so gut läuft. Notizen zur Tresorkombination. Oh. Ist das eine mathematische Folge? Nicht alle Ziffern, aus denen die Kombination besteht, sind Primzahlen. Aber es kann nur ein Muster sein. Jede Zahl wird aus den Zahlen vorher erstellt. Aber unter welchen arithmetischen Bedingungen? Das ist die zentrale Frage. Ich muss alle Tresorkombinationen zu einer langen Zahlenfolge verbinden, aber den mit einem doppelten Satz schlüsselgesicherten Tresor auslassen, da er Jindoshs Sequenz unterbricht. Warum hat er das getan? Welchem Zweck dient es? Ich hasse keinen Mann in Kanaka mehr als diesen verdammten Kirin Jindosh. Ach komm. Seriously? Da sehe ich doch jetzt, dass das die Fibonacci-Folge ist. Also okay, die Fibonacci-Folge ist für den Tresor, ist die Tresorkombination. Alles klar, ist ja wie bei... War die Fibonacci-Folge nicht auch die Tresorkombination in Sakrileg? Wenn ich mich recht entsinne. So. Was passiert, wenn ich diesen Knopf drücke? Die Tür geht auf. Und du bleibst liegen. Ganz ehrlich, ich teleportiere mich an dir vorbei. Was singt hier? Okay. Cienfuegos hat seine Besessenheit mit dem Leben bezahlt. Impressionen aus dem Nichts Nummer 4 von Cienfuego mal wieder. Kann ich es nicht ausmachen? Danke. Passt überhaupt nicht zur Atmosphäre gerade. Okay. Wir sind jetzt wieder im Hauptraum, da wo wir beim letzten Mal, als wir im Syria-Bezirk schon waren. Da haben wir nämlich diese eine, von hier aus haben wir diese eine Frau damals verfolgt, falls ihr euch erinnert. Okay, jetzt muss ich ein bisschen gucken, dass ich das alles halbwegs sinnvoll angehe, um nicht zu viel zu verpassen.
um auch alle Informationen mitzunehmen, die ich brauche. Was haben wir denn hier für einen Raum? Rubia Campos Operation Manager und Vespa Bristow Liaison to the Crown. Hübscher Raum auf jeden Fall. Hier scheint ansonsten nicht viel zu sein. Was haben wir denn da? Nachricht von der Direktorin. Bristow, hat die Kaiserin bei uns ein Anlagekonto oder nur ein Schatz oder nur Schatzanleihen? Könnte man sie überreden, ihre Aktivitäten bei uns auszuweiten? Kommen Sie zu mir, Dolores. Okay. Interessant. Emily hat hier also lagert hier also auch ihr Geld. Oh, was haben wir denn da? Im Falle meines Todes. Oh, Chris von Christopher George. An die zuständigen Personen. Ich fürchte, dass ich in Gefahr bin. Mit meinen Nachforschungen habe ich mir viele mächtige Feinde geschaffen. Letztes Mal haben sie Schläger geschickt, um mir die Rippen zu brechen. Wer weiß, was ihnen als nächstes einfällt. Überbringen sie den Inhalt meiner Kassette im Fall meines Todes umgehend dem Kanaka-Anzeiger. Die Angestellten der Michaels Bank sollen sie mit dem Code 379 öffnen. Lesen sie alles sorgfältig durch und lassen sie es abdrucken. Mit aufrichtigem Dank, Christopher George. Oh. Für Christopher George oder George ist die Kombination also 379. Gucken wir mal, was er da hat. Anfrage zum Schlüssel für den Müllentsorgungsbereich. An Rubia Campus. Rubia. Die Wartung braucht sofort zwei neue Schlüssel für den Müllentsorgungsbereich. Garka ist mit dem einzigen Schlüssel vor ein paar Tagen verschwunden und jetzt kommen die Arbeiter der Stadt nicht an unsere Mülleimer. Ich habe ein Anforderungsformular ausgefüllt, benötige aber ihr Siegel. Beheben wir das Problem, bevor Direktorin Michaels mitbekommt, wie sich der Müll vor ihrem schicken Gebäude zu türmen beginnt. Marco. Sonst noch irgendwas hier? Von Bedeutung. Da ist noch ein bisschen Silberstaub. Den kann ich natürlich mitnehmen. Ich meine, ich muss ja meine Ausgaben für die Mondtinktur noch wieder mitnehmen. Ich mag die Musik hier ungemein. Die passt halt so gut, gerade wenn man halt alle Leute hier ausgeschaltet hat mit der Mondtinktur und man sich ungemein vorsichtig durchbewegen muss. Da liegt wieder einer. Ich glaube, den hatten wir gerade schon gesehen. So, hier ist noch eine Tür. Ja, da geht's wieder hier raus, genau. Plopp, 10 Münzen. So, wie gesagt, wir wollen ja alles Mögliche hier finden in der Bank. Vor allem alle möglichen Hinweise, die wir brauchen. Okay, was wird hier so projiziert? Scheinbar nicht viel. Irgendwelche wichtigen Informationen hier bei diesen Meetings. Hier gibt's nur Kaffee. Ich guck mal ganz kurz mit der Fähigkeit. Da ist ein Perlmuttfächer, na gut. Aber ansonsten... Ja, und ein Sokolov-Elixier halt noch. Ein Piero. Ah nein, da, guck mal, Sitzungsprotokoll des KNKA. Protokoll, Sitzung des Komitees für nationale Kontoakquisitionen. Teilnehmer, Maura Atwater, Vespa Bristow, Pilar Cipida, Carly Roberts, Luis Irahetta, Tagesordnungspunkte. Erstens, Altkonten. Atwater, Altkonten haben höhere Zinszuwächse als neue Konten. Kein Problem, da diese Konten für Adlige gedacht sind, die höhere Zinssätze als Anreiz für größere Einlagen erhalten. Ungleichbehandlung ist nicht gut, schlecht fürs Geschäft, wenn dies bekannt wird. Michaels weiß das und es ist ihr egal. Tagesordnungspunkt abgeschlossen. Quote für neue Konten nicht erfüllt. Vorschläge zur Steigerung? Veranstalten eines Wettbewerbs? Zustimmung? Welche Preise? Urlaub in einer tyvianischen Therme? Spitzenkunden interessieren sich nicht für Urlaube. Wettbewerb ist nicht für Adlige gedacht. Zustimmung. Karten für einen Auftritt von Shan Yan? Zustimmung. Holt Informationen ein und besprecht es mit Michaels. Sitzung vertagt. Louis. Bitte helfen Sie mir, Bristow bei der heutigen Sitzung zu überzeugen. Sie wissen doch, wie dieser aufgeblasene alte Kerl jede Idee ablehnt, die ich vorbringe und alle Bemühungen zu seinen Kontoinhabern umleiten will. Sie müssen nur einen Wettbewerb vorschlagen, wenn ich um Ideen für Werbung bitte. Vielleicht wird er dann das dann nicht sofort ablehnen. Danke, Maura. Ah, hier wurde beschissen quasi. Naja, beschissen in Anführungsstrichen. So, ich meine, ich kann mich ja auch so relativ leise jetzt bewegen. Ich kann, glaube ich, nur noch nicht leise rennen. Okay, die Tür wäre damit auch durch. So, oh. Da hat es natürlich auch eine von denen niedergelegt. Ich gucke sicherheitshalber immer mal durch, aber eigentlich sollte hier ja keiner mehr stehen. Eigentlich. Hier geht es scheinbar raus. Hier geht es zum oberen... Hier steht Roof Access, geht es ja auch zum Dach. Vielleicht ein anderer Zugang auf dem Dach. Wenn da Roof Access steht. Aber gut. Eine Möglichkeit, hier wieder rauszukommen auf jeden Fall. Aber solange hier alle schlafen, ist das, glaube ich, alles sowieso nicht so wichtig. Pennt ihr mal schön.
Die hat nichts. Okay. Ah ja, und jetzt sind wir wieder... Okay, den Teil haben wir also abgehakt. Damit wären wir durch. Mit diesem Stockwerk. Also wir haben immerhin die Kombination für den Tresorcode. Das ist ja schon mal was. Das ist ja schon mal was. Das hat sich ja schon mal gelohnt. So, jetzt Stockwerk 2. Okay. Ah, hier ist das dann wohl für die Kunden wirklich. Hier kommen die Kunden wohl rein. Hier sind die ganzen Schalter. Irgendwas Interessantes hier am schwarzen Brett. Was ist das denn? Diger Dial. Okay, östlicher Abschnitt. Ahem, ich hätte gerne einen Termin. Hier irgendwas Interessantes? Nein. Hier sind auch gar keine Leute, aber gut, es ist ja auch eigentlich abends, ne? Sehr geehrte Filialleiterin Serrano, danke für Ihren Brief. In der Zweigstelle Kalnaka ist es zu einem vergleichbaren Anstieg an Aktivitäten aus Fraport gekommen. Ich habe Dolores Michaels davon unterrichtet und sie wird die Konten untersuchen. Mit besten Grüßen, Maura Edwater. Aha. Bringt uns jetzt alles nicht so viele Informationen, außer dass hier in der Bank scheinbar auch nicht alles perfekt läuft. Aber gut, das ist ja eigentlich auch nicht zu erwarten, wenn wir mal ehrlich sind, ne? Dass immer alles perfekt läuft. Oha, da liegt ja einer mitten im Weg. Danke für deine Münzen. Zack. Ah, warte mal. Nicht, dass ich da was umruppe. Das ist noch das Schlimmste, wenn du dann anfängst, irgendwas umzuruppen und deswegen alle Leute aufwachen. Hier ist auch ein Arbeitsbereich. Ich dachte gerade, die ist wach. Alter Vater. Okay, die Kassen mache ich nicht auf. Die machen nämlich immer ein Klingelgeräusch dann. Höpp. Da ist doch bestimmt... Ist da nicht? Warte. Alter. Alter. Das ist... Ist da nur die Schreib... Ah, ich dachte, da wäre ein Zettel gewesen. Okay. Alter Vater. Denkt man doch, die ist wach. Meine Fresse. Was zur Hölle? So, gibt's hier irgendwo... Da ist ein Schriebsel. Der interessant sein könnte. Meine verdammte Fresse. So schläft doch kein normaler Mensch. Eieiei. Okay, nicht vergessen. Rubia nach Listenbüchern fragen. Blau, nicht grün. Okay. Nicht so hilfreich. Wie gesagt, die Kassen lasse ich mal. Die machen ja immer so ein Klingelgeräusch dann. Das ist dann, glaube ich, nicht so effektiv. Okay. Sind wir mit dem Stockwerk jetzt eigentlich fertig? Oder gab es hier noch einen anderen Gang? Muss ich jetzt an dem Typen nochmal vorbei? Das wäre jetzt nicht so geil. Das wäre jetzt ehrlich gesagt nicht so geil. Ich glaube woanders. Ich hoffe mal einfach... ich gehe nochmal zurück. Sicher ist sicher. Nicht, dass ich irgendwas Wichtiges vergessen habe jetzt noch. Sollte gehen. Vielleicht sollte ich immer die Türen auch offen lassen, damit ich weiß, wo ich war. Ich meine, wenn die Wachen aufwachen, ist sowieso alles zu spät. Ah, hier geht's, nee, hier geht's nur ein Stockwerk weiter runter, wie es aussieht. Und hier ist die Service Door, die ist inaktiv, die Sicherheits-, so eine Sicherheitstür. Okay, Aushang an das gesamte Personal. Wir haben den Austausch der kurzgeschlossenen Verkabelung in unseren Sicherheitstüren durchgeführt und den Hauptkontrollschalter für die Eingangstür hinter den Kassenschalter verlegt. Danke für Ihre Mithilfe. Mit freundlichen Grüßen, Rubia Campus, Betriebsleiterin. Ah, hier müssen wir durch. Und die Sicherheitstür müssen wir irgendwie aufkriegen. Okay. Na, dann machen wir das doch mal. Ach, und die ist jetzt hinter den Schaltern, oder wie? Mhm, interessant. Da vorne ist zu. Okay, das ist ja eigentlich auch gut. Boiler Room. Mhm, der ist auch zu. Da sind die Klos. Ich glaube nicht, dass ich jetzt irgendwelche wichtigen Infos auf den Klos finde, aber hey, man kann ja zumindest mal gucken, ne? Ja, nee, das hatte ich erwartet. Das hatte ich... das hatte ich nicht erwartet, dass ein getrockneter Blutfliegenpanzer liegt. Okay. Okay, wir müssen hinter die Kassenschalter kommen. Ich meine, wir hatten ja gerade schon mehr oder minder einen Weg gesehen. Und dann gucken wir mal. Also wir haben die Service-Tür. Die müssten wir vielleicht aufkriegen irgendwie.
Wäre zumindest ganz nice, wenn wir das hinkriegen würden. Kann ich hier eigentlich auch ein Fenster aufmachen? Nee. Okay. Dann müssen wir jetzt nochmal an dem einen Typen vorbei hier. Auch ein Kunde liegt da hier die ganze Zeit rum und wird die ganze... ich mache mich die ganze Zeit mit meinem Teleport an ihm vorbei. So, hier raus. Nee, hier komme ich ja nur wieder in den in die normale Halle. Ich will ja genau hier dahinter. So, dann einmal nach unten. Sehr nice. Wie gesagt, die Kassen, ich weiß nicht, ist da was Interessantes drin in den Kassen? Nee. Das lohnt, glaube ich, nicht. Okay, jetzt schauen wir mal. Da mal, warum liegt da so ein Teil daneben? Da muss ein Fehler vorliegen. Liebe Michaels Bank, Sam sagt, es bringt nichts, es zu versuchen, aber ich versuche es trotzdem. Was sie gemacht haben, ist nicht richtig. Anständige, fleißige Leute wie uns auf die kalte Straße zu setzen. Ich und Sammy müssen 5 hungrige Mäuler stopfen und unser Säugling hat Pseudokrupp. Das ist nicht richtig. Soweit ich das aus ihren schicken Briefen erkennen kann, haben wir angeblich nicht schnell genug unseren Kredit zurückgezahlt. Aber das ist eine Lüge. Sammy und ich legen jede Woche so viel wir können vom Markt zur Seite und wir haben nie einen Termin verpasst. Ich glaube, ihre Bank hat einen Fehler gemacht. Fertig. Wenn sie sich unsere Aufzeichnung ansehen, werden sie merken, dass das stimmt. Wir haben bezahlt, was wir schuldig waren. Ich hoffe, sie können das vor dem Wintereinbruch in Ordnung bringen. Die Luft in der Kanalisation macht den Husten des Kleinen noch schlimmer. Mit freundlichen Grüßen, Bea. Was? In der Kanalisation? Leben die jetzt in der Kanalisation? Ich sollte von hier aus ein paar Türen öffnen können. Danke, Billy. Das habe ich mir fast gedacht, deswegen gucke ich mich erstmal hier um. Was haben wir denn? Tag auch. Ich sehe noch diesen Moment einmal kommen, wenn hinter der Tür einfach so eine Wache liegt. Und die Tür gegen die Wache geht und die Wache aufwacht, ey. Ich sehe diesen Moment kommen. Die ganzen Mitarbeiter hier auch. Die kratzen sich auch immer so im Schlaf, ey. Knochenartefakte? Knochenartefakte sind der Segen, die Geschichte. Okay, das haben wir auf jeden Fall schon mal gelesen. Auch im Outsider hier. Alter, können die mal aufhören, so komisch zu schlafen hier? Schriftwechsel zwischen Reservoiren 4. Okay, da suchen wir vielleicht erstmal die anderen. Ach, guck mal, da ist die 2. Da suchen wir aber vielleicht erstmal alle. Oder zumindest noch die 1 und die 3, damit wir da auch verstehen, was los ist. Da ist noch ein Mitarbeiter. Alle hier voll eingepennt. Ja gut, das ist ja mein Ziel gewesen bei der ganzen Aktion. Ivan Jacob. Okay, das ist jetzt lächerlich. Erst draußen hatten wir eine Zeitung. Okay, da haben sich jetzt wahrscheinlich 2 Sachen überschnitten, weil ich ihn einmal verraten habe an den Typen, an den Journalisten, ist er jetzt festgenommen. Aber draußen, weil er wohl offensichtlich bei dem Fall gestorben war, war Ivan Jacoby ermordet. Das ist natürlich ein bisschen blöd, aber so lesen wir beide. Haben wir beide Zeitungen. Kanaka steht heute Abend unter Schock aufgrund der sich verdichtenden Hinweise, dass Eleuterio Cienfuegos offenbar von Ivan Jacoby ermordet wurde. Jacoby zählt zu den aufstrebenden Lokalpolitikern und hielt Kundgebungen gegen die umstrittene Praxis der Entehrung ab. In seiner Rolle als Stadtverwalter für die Abteilungen Brücken, Straßen und Friedhöfe gab Jacoby vor, für die Stillen zu sprechen. Hinter den Kulissen jedoch brachte er stattdessen Stimmen brutal zum Schweigen. Seine finsteren Taten kamen ans Licht, als ein anonymer Informant den Reportern des Anzeigers ein Fläschchen mit Cienfuegos Blut überreichte. Das Blut wurde in Jacobys Privattresor gefunden, gemeinsam mit Notizen, die beschreiben, wie das Opfer für ein okkultes Ritual ausgeblutet wurde. Der rätselhafte Tod von Cienfuegos, einem beliebten Familienapotheker, hatte die Garde lange Zeit vor ein Rätsel gestellt. Ein Sprecher der Garde wollte sich zu den laufenden Ermittlungen nicht äußern, sagte aber, sie würden die Bürger darum bitten, mit jeglichen Informationen zu ihm zu kommen. Ich glaube, wenn man einfach nur die Schlagzeile geändert hätte, wäre das durchaus noch machbar gewesen, im Rahmen des Ganzen irgendwie gewesen. Wo geht's denn hier hin? Hier geht's wohl in den Keller, hä? Wo zum Geier sind wir denn hier? Hier geht's wahrscheinlich in die Kanalisation, oder? Kann ich mir vorstellen, wo wir durch die Kanalisation hätten kommen können. Hätten wir ja auch gekonnt. Ich vermute mal, das ist der Weg durch die Kanalisation. Naja gut, aber warum sollte ich mich jetzt hier umsehen? Ich meine, wir können den Weg durch die Kanalisation vielleicht zum Rausgehen benutzen. Mal gucken. Einfach um einen anderen Weg genommen zu haben. Oh, guck mal, da ist aber noch... Ah, das ist wieder dieses Eddermeier-Ding, das hatten wir ja schon mal. Sie suchen verzweifelt an einem Sinn,
Aber jeder Tag schneidet noch tiefer. Manche wollen Rache, manche nur Frieden. Gut, so. Gibt's hier an... Da ist noch eine Tür. Ah ne, die habe ich ja wieder zugemacht, ne? Aber da ist noch eine Tür. Ach, das ist die Tür, okay. So, gibt's jetzt hier noch... irgendwelche Zettelchen? Sieht nicht danach aus. Okay. Also ich meine, wir müssen mal gucken, was es mit den anderen Zetteln zu den Reservoiren noch mit sich hat. Aber ich glaube, es lohnt sich jetzt nicht. Brief von Lucia Pastor. Oh. Die gute Lucia Pastor, die sich ja für die Leute in den Minen eingesetzt hat. Wenn wir die anderen finden. Aber Teil 2 und Teil 4 zu lesen, lohnt glaube ich nicht. Sehr geehrte Direktorin Michaels, mein Name ist Lucia Pastor und ich bin die Leiterin des Shinderay-Bergbau-Familienkomitees hier in Kanaka. In jüngster Zeit wurden die finanziellen Mittel meines Vereins aufgrund einer starken Zunahme sogenannter unverschuldet Armer ausgedünnt, die aufgrund plötzlicher Katastrophen kein Geld mehr haben. All diese Familien betteln mich wegen der Michaels-Bank an. Ich habe ihre leidvollen Geschichten gehört. Schuldbegleichungen, die eine Stunde zu spät erfolgten, führten zu Zwangsvollstreckungen. Nachwuchs wurde als Verstoß gegen irgendwelche Bestimmungen zur Vermietung von Junggesellenquartieren ausgelegt und am schlimmsten, der Versuch, Schulden mit Kupfermünzen statt in Gold zu begleichen, kostete eine Familie ihre gesamten Habseligkeiten. Diese einfachen Gemüter verstehe ich nicht, wie unbarmherzig sie Gesetze missbrauchen und manipuliert haben, damit diese ihren ruchlosen Zwecken dienen. Doch sie haben Freunde. Wir vom SBFK werden nicht ruhen, bis wir Gerechtigkeit für ihre Opfer erreicht haben. Voller Entrüstung, Lucia Pastor. Setzt sich also immer noch für die ein. Okay. Wartungstür, Atrium, Vordertür. Obwohl, die Vordertür kann vielleicht zubleiben. Wartungstür will ich mir dann gleich nochmal angucken. You are here. Okay, die Wartungstür... würde mich nochmal ganz kurz interessieren. Die ist ja dann auf der anderen Seite, oder? Ja, ich komme hier... Ah, nee, ich komme hier nicht schnell genug wieder raus. Ist doch was Blödes. Ich komme da mit meinem Teil ja auch nicht so richtig durch. Hui, das hat sogar gereicht. Sehr schön. Wo ist denn die Wartungstür? Okay, da geht's jetzt rein. Da müssen wir hin. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Aber wo war jetzt die Wartungstür? Das war nicht die Wartungstür. Das habe ich schon wieder vergessen, verdammt. War die hier? Ich glaube, die war hier oben rechts, ne? Ah ja, genau, hier oben rechts war die. Ach, hier geht's auch einfach zum Atrium, okay. Und das ist, glaube ich, der Müll. Ah ja, ich glaube, das hier ist der Eingang, wo man über den Müllbereich reinkommen kann. Kann sein, weiß ich jetzt auch nicht sicher. Gut, wir haben uns aber relativ gut durchgeschlagen soweit. Bisher ist keiner aufgewacht und ich würde sagen, wie wir ins Allerheiligste gehen und dann mal schauen, dass wir dort endlich das Messer finden. Oh Gott, da sehe ich schon Blitzpfeiler. Das seht ihr dann aber erst in der nächsten Folge von Let's Play Dishonored, der Tod des Outsiders. Bis dahin, ciao.